Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Feel Unique Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Feel Unique Adventskalender ist ganz schön teuer. Also ich weiß nicht, so mit Rabatten und allem Rampampam habe ich knapp über 100 Euro dafür bezahlt. Der ist wirklich gar nicht mal so günstig, aber er soll richtig geile Produkte enthalten und ich bin auch extrem gespannt, was wir jetzt hier drin vorfinden werden. Man kann den hier so aufklappen und hat dann hier die, nicht Boxen, sondern sogar Schubladen drin. Das erinnert mich auch so ein bisschen an den Look Fantastic Adventskalender und den möchte ich gerne mit euch zusammen auspacken. So schön poppig, wie das hier von außen vom Design her ist, ist es von innen jetzt leider nicht. Also man kann ja in diesem Feel Unique Online-Shop auch ganz regulär so einkaufen. Ich habe mir da auch andere Adventskalender bestellt, die aber echt auf sich warten lassen. Und ich habe aber vorher noch nie dort eingekauft. Habt ihr da schon mal eingekauft? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Das würde mich nämlich tierisch interessieren. Ich glaube, das ist ein Adventskalender oder ein Shop, ne? Das müsste ja aus England kommen. Also quasi, ja, England, genau. Und ja, als ich den ausgepackt habe, ist er mir auch so ein bisschen auseinandergefallen. Aber hey, es sind nur 2, 3 Produkte rausgepurzelt. Alles ist heile geblieben. Gegebenenfalls kann es aber sein, dass das ein oder andere Produkt nicht unbedingt mehr an Ort und Stelle ist. So schaut es dann aus, wenn dieser Adventskalender in einem Schrank drin steht und geöffnet ist. Also wirklich schön ist es nicht, ne? Also kein weihnachtliches Design, würde ich mal so sagen. Nee, irgendwie nicht so hübsch. Starten möchte ich gerne, ganz üblich, mit der Nummer 1. Und da haben wir eine Marke, Emma Hardy ist das. Die kennt man auch öfters so in Look Fantastic Boxen und Glossy Boxen tatsächlich, weil das ja auch englische Firmen sind. Moisture Boost Vit Plus C Cream. Also das sind 20 ml von einem feuchtigkeitsspendenden, Vitamin C enthaltenden Cremeprodukt drin. Emma Hardy ist vom Duft her so ein bisschen alte Backen, würde ich mal tatsächlich sagen. Mag ich nicht so unheimlich gerne. Ich hatte auch schon mal diesen Moringa Cleansing Balm. Den fand ich sehr, sehr interessant vom Duft her. Also nicht ganz meine Welt. Das soll entsprechend die Pigmentflecken auch reduzieren. Das soll reduces areas of high color. Also wenn du quasi stark pigmentierte oder stark kolorierte Teile in deinem Gesicht hast, soll das dann angeglichen werden. Das soll die sichtbaren Zeichen der Hautalterung reduzieren und die Zellerneuerung erhöhen. Okay, ja, okay. Hört sich auf jeden Fall sehr nett an. In der Nummer 2 haben wir tatsächlich etwas von Charlotte Tilbury drin und zwar Charlotte's Magic Serum Crystal Elixir, 93% kannst du dich jünger damit fühlen. 8 ml sind hier enthalten. Also ich habe mir auch den Charlotte Tilbury, ist ja nicht wirklich Adventskalender, ne? Dieses 12 Tage Charlotte's Tüdelü-Gedönsen habe ich mir auch bestellt. Das dauert aber noch, bis es eintrifft. Habe ich auch bei Feel Unique bestellt, habe ich auch auf Instagram geteilt, weil das da einfach mal 171 gekostet hat und nicht 185, wie es sonst kostet. Und selbst wenn man das bei Sephora mit der Glamour Shopping Week Rabattgeschichte gekauft hätte, wäre es teurer gewesen. Deswegen habe ich es geteilt. Und das sieht ja mal richtig geil aus. Oh mein Gott, das sieht ja richtig schön aus. Okay, Charlotte Tilbury, hi. Hi, du auch hier in meinem dezenten Zimmer. Hm, cool. Ich weiß gar nicht, was das machen soll. Soll dich strahlend und jünger aussehen lassen, steht hier drauf. Also dieser Adventskalender ist jetzt nicht unbedingt was für Teenager, oder? Ach so, in diesem Video gibt es natürlich auch eine Verlosung, ne? Alles, was du gewinnen kannst, kommt am Ende des Videos. Und was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Hier haben wir nun die Nummer 3. Das kenne ich nicht von der Marke her. Fekkai, weiß ich nicht, 60 ml. Clean, Vegan, Sustainable, Brilliant Gloss Shampoo. Das soll dir Feuchtigkeit geben und dann Haar strahlen lassen und da sind 60 ml drin. Jo, Shampoo mag ich gerne leiden. Shampoo finde ich gut und diese kleinen Packungen finde ich auch in Ordnung, um das einfach mal auszuprobieren. Ich rieche da tatsächlich nichts raus, aber das ist nicht schlimm. Das ist vegan, silikonfrei und kaltgepresstes Olivenöl ist damit drin. Das soll dir Strahlkraft geben, Feuchtigkeit geben und das soll sich gut anfühlen und das soll toll sein. Na dann.
Ich glaube, die Nummer 4 war etwas oder eine von den Boxen, die mir rausgeflogen war. Deswegen kann ich das nicht ganz genau sagen, ob das da an der richtigen Stelle jetzt ist. Von Niam Organics London Calming Hand Balm. Natürlich gehört hier eine Handcreme rein. Es ist ein Adventskalender. Wenn hier noch eine Nagelfeile drin ist für einen Adventskalender für über 100 Euro, finde ich das blöd. Ich glaube, 101,26 Euro habe ich bezahlt. Ich habe es euch eben eingeblendet. Mit Lavendel, Jasmin und brasilianischem Rosenholz, 30 Milliliter. Okay, das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr, sehr schönen Duft an. Von Niam hatten wir auch mal eine Kerze irgendwo mit drin. Ich will ja nicht andere Adventskalender spoilern. Wobei, nee, das war gar nicht in einem Adventskalender. Das war in der Look Fantastic Beauty Chest drin. Das darf ich spoilern. Ja, das finde ich aber sehr, sehr schön. Ich mag Lavendel, ich mag Jasmin, ich mag Rosenholz. Also von daher, das ist schon mein Duft und das werde ich auch auf jeden Fall verwenden. Und ja, das soll dann pflegen. Cool. Feel unique heißt ja, dass man sich einzigartig fühlen soll. Fühle ich mich bislang mit den Produkten, die im Adventskalender drin waren und die ja quasi die Homepage repräsentieren wollen, einzigartig? Schon ein Stück weit, doch. Doch, doch. Also durch dieses Charlotte Tilbury, natürlich ist es eigentlich Mainstream, weil das gerade so im Hype ist, aber trotzdem, ne? Aber irgendwie, doch, man fühlt sich, es ist schon cool. Bislang ist es cool, oder? Jetzt habe ich hier die Nummer 5 und das ist von Rodial Vitamin C Energizing Face Mask und das soll dich erneuern und erstrahlen lassen. Rodial ist eine relativ hochpreisige Marke, deswegen, ne, das wird ziemlich cool sein. Und Tuchmasken mag ich, energiegebende Maskengeschichten, warum bin ich so dunkel, mag ich auch sehr gerne. Vitamin C ist jedoch etwas, was meine Haut nicht so gerne mag, leider. Aber es ist halt auch irgendwo im Trend, ne? Diese ganze Vitamin-C-Geschichte. Aber na, okay, ja. Und das soll dich schön machen. Nikolaus ist in England jetzt nicht ganz so verbreitet, wie das bei uns der Fall ist, würde ich mal so sagen. Ne? Obwohl Santa Claus? Nee, Santa Claus kommt dann ja eigentlich bei denen dann zu Weihnachten. Egal. Auf jeden Fall ist das nicht in den englischsprachigen Adventskalendern. Die sprechen nicht mit mir. Egal, was rede ich hier? In den englischen Adventskalendern ist Nikolaus jetzt eigentlich nicht so ein Kaboom-Ding, wie das halt bei uns so in Deutschland der Fall ist. Aber ohne es zu wissen, haben die in den Nikolaus etwas reingepackt, was für mich geil ist. Und zwar ist es von This Works ein Deep Sleep Pillow Spray. Und ich liebe es. Ja, das ist eben die Sache. Habe ich heute Morgen tatsächlich noch bei uns aufs Bett gesprüht. Ich finde, das ist so, so schön mit diesem Lavendelduft. Ich mag es gerne. 5 Milliliter sind hier enthalten. Und ich wurde gestern auf einem Post verlinkt, dass Isana jetzt auch ein Kissenspray hat, was auch nach Lavendel duften soll. Also schaut auf jeden Fall mal im Rossmann vorbei, ob ihr dazu vielleicht den Dupe findet. Bei uns hatten sie es leider nicht vorrätig, aber ne, ist alles gut und ja. Ich habe jetzt hier ja auch von solchen Produkten ordentlich Backup durch die ganzen Adventskalender. Achso, man sprüht es auf sein Kissen, falls ihr das nicht kennt. Und dann riecht alles angenehm nach Lavendel und dann kannst du schöner schlafen. Also ich kann es auch auf jeden Fall unterschreiben. Ja, dass man das kann ich unterschreiben, ja. Bislang haben wir noch nicht so viel von der dekorativen Kosmetikschiene mitbekommen, was man ja auch bei Feel Unique kaufen kann. Aber in der Nummer 7 kommt schon mal so ein kleiner Vorgeschmack. Und zwar ein Sunday Microfiber Velvet Blender. Und das hier ist ein Beauty-Schwämmchen, ein Make-up-Eye, mit dem kannst du deine Foundation und entsprechend generell so cremige Texturen schön einarbeiten in die Haut. Und das ist schon mal der Vorgeschmack auf die hoffentlich noch folgende dekorative Kosmetik in diesem Adventskalender, wovon ich echt stark ausgehe. Fühlt sich übrigens sehr weich an und soll latexfrei sein. Jo. Und es soll 70% weniger Make-up aufsaugen als andere. Finde ich cool. Die Nummer 8 war, glaube ich, auch rausgeflogen. Hier haben wir etwas drin, was nicht unbedingt meine Welt ist. Und zwar ist das von Saint-Tropez Self-Tan Purity 14 Milliliter. Das ist halt so ein Spray. Spray. Ich kann echt nicht mehr reden. Es tut mir furchtbar leid, was du auf dein Gesicht machst. Und was halt nach und nach dein Gesicht halt bräunen soll. Ne? Ich stehe zu meiner Blässe. Leute, ich bin blass und es ist nun mal so. Und es macht auch überhaupt keinen Sinn, wenn ich mir das ins Gesicht machen würde und dann mein Gesicht dunkler ist als mein Körper, oder? Ist auch irgendwie merkwürdig. Also, ja, ne? Nix für mich. In der Nummer 9 haben wir etwas von Grown Alchemist drin. Die Marke habe ich schon mal irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht genau, was es ist. Es sind 20 Milliliter von einem Polishing Facial Exfoliant Pink Grapefruit Glucomanan Extract. Also, das ist irgendein Peeling oder so. Das hört sich nach einem Fruchtsäure-Peeling für mich an. Schauen wir uns das mal an. Australian Certified Toxic Free. Aha.
bla bla bla. Es sieht sehr, sehr hochwertig aus, weil du hast hier einfach auch so ein Mini-Produkt in so einer Riesenverpackung. Ich weiß nicht, was das ist. Aber gut, in den Adventskalendern lernen wir auch immer neue Geschichten kennen. Es ist ein Peeling. Also entweder ist es ein Fruchtsäure-Peeling oder es ist ein normales Peeling. Wenn es ein Fruchtsäure-Peeling ist, dann ist es nichts für mich. Wenn es ein normales Peeling ist, dann mag ich das. Obwohl ich Fruchtsäuren-Geschichte oder Frucht, so Vitamin C und sowas alles nicht so gerne auf meiner Haut mag. Oder meine Haut das vor allem nicht so gerne auf sich drauf mag. Hier steht auf jeden Fall drauf, dass es irgendwas mit die Haut abreiben und Zellregeneration und tote Hautschüppchen wegmachen und so weiter sein soll. Nix für mich. Herzlich willkommen im zweistelligen Bereich. Wir sind hier bei der Nummer 10. Es ist übrigens super praktisch, dass man einfach diese Schubladenviecher hier rausnehmen kann und dann das Produkt direkt hier hat. Und ich finde es großartig. Das ist von Aveda. Das ist ja eigentlich eher so eine Haarmarke, glaube ich. Smooth Infusion Style Prep Smoother. 25 Milliliter sind hier enthalten. Also das ist quasi ein Ding. Ein Produkt, was du dir vor dem Haarstylen in die Haare gibst. Wahrscheinlich mit Hitzeschutz und so einem Kram. Vorbehandlung für Stylen. Ja. Föhnbehandlung für Styling. Nein. Nee. Das steht hier auf allen Sprachen, aber nicht auf Deutsch drauf. Deswegen, doch hier, Frisiervorbehandlung. Genau. Also du machst es dir drauf, bevor du deine Haare frisierst. Ob da jetzt ein Hitzeschutz und sowas drin steht, steht hier nicht drauf. Ja. Läuft. Ich style meine Haare nicht. Sieht man das? Wir haben hier die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Und hier haben wir etwas drin von Elemis. Elemis ist echt so eine Marke, die uns bei englischsprachigen Adventskalendern immer wieder über den Weg laufen wird. Pro Collagen Rose Cleansing Balm. Super Cleansing Treatment Balm. Mega cool. Rose, ich stehe auf Rose, ne? Also das hört sich nach einem Produkt an, was ich gerne mag. Und ich habe aktuell auch ein Cleansing Balm in Anwendung, den ich echt klasse finde. Verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Wirklich klasse. 20 Gramm sind hier enthalten. Von Skin Natural übrigens, ne? Immer so häppchenweise diese Infos, Claudi. Riecht sehr angenehm nach Rose. Oh, meine Haut liebt Rosenprodukte und ja, ich hoffe, dass das halt auch wirklich das die Rose an sich widerspiegelt und nicht nur die Parfümstoffe, die da drin sind. Und dann finde ich das ziemlich cool. Das mag ich. Im Prinzip ist es die Halbzeit, aber ich habe gerade gesehen, wir haben ja 25 Boxen. Yay! Okay, das hier ist jetzt die Nummer 12. Advanced Ceramide Capsules von Elizabeth Arden. Da sind 7 Kapseln drin. Auch die Leute, ne? Wenn wir uns Adventskalender im englischsprachigen Bereich holen, immer wieder über den Weg laufen. Das sind halt so, also ich nehme es mal eben hier raus. Habe ich letztes Jahr tatsächlich oder Anfang diesen Jahres schon verwendet, weil ich das letztes Jahr auch schon in den Adventskalendern drin hatte. So schaut das aus und dann hast du hier so einzelne Sachets quasi, wo du oben den Pinöppel abmachst und dann kannst du das Produkt vorne so richtig schön rausdrücken und dann auf die Haut aufgeben. Das ist super, super weich vom Gefühl her. Es fühlt sich stark silikonhaltig tatsächlich an, aber auch sehr, sehr angenehm. Es ist stark parfümiert, aber es macht die Haut schön. Das muss ich wirklich gestehen. Ist ein super teures Produkt, aber es ist ein gutes, super teures Produkt. Daily Use Restoring Serum. Die Nummer 13 bildet ja im Prinzip kombiniert mit der Nummer 12 die Halbzeit, weil 12,5 und so. Und hier haben wir etwas von Urban Apothecary. Also, ups. Urbane Apothek oder städtische Apothek. Das ist ein Teelicht, nicht Teelicht, eine Duftkerze. Die ist super cremig, angenehm. Riecht so leicht herb männlich. Riecht sehr, sehr angenehm. Fig Tree, also Feigenbaum heißt das. Theoretisch müsste es nach Feige riechen. Ich finde, Feigen riechen nach nicht viel. Ich rieche etwas Baumiges raus, aber ich rieche hier nichts Feigiges raus. Muss ich sagen. Aber ich mag so kleine Duftkerzen. Ich mag generell Duftkerzen. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Ja, finde ich cool. 35 Gramm sind in dieser Kerze enthalten. Und es hat hier oben noch so einen Schutz drauf, damit... Also, man nennt es Duftschutz, ne? Die Nummer 14 beinhaltet etwas, was ich super witzig finde. Denn wir haben hier sehr, sehr hochwertige, hochpreisige Marken. Und in der Nummer 14 haben wir einfach mal eine Mascara von Essence drin. Ich habe mich weggeschmissen. Ich hatte nämlich schon vor Wochen mit einer Zuschauerin so ein bisschen Fotos ausgetauscht und sie hatte mich gefragt, ob ich den Kalender bestellen möchte. Und da habe ich gesagt, ja, mal gucken, ne? Und ich musste so über diese Mascara lachen, weil, ey, ganz ehrlich, wir haben hier Charlotte Tilbury und so ein Kram drin. Und dann kommt hier einfach mal Essence Lash Princess Volume Mascara. Fand ich total witzig. Ich meine, es sieht sehr, sehr edel aus, sehr, sehr hübsch. Und, ne, hast du nicht gesehen, muss man ja auch wirklich der Verpackung mal
Props zusprechen, um das mal so zu sagen. Aber hier ist einfach eine Essence-Mascara drin. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon habe, aber die Lash Princess von Essence soll ja auch sehr, sehr gut sein. Ich weiß aber nicht, ob das diese Variante war. Da uns nun ja schon das zweite dekorative Kosmetikprodukt mehr oder weniger, ne, in dem Adventskalender begegnet ist, darf es natürlich auch weitergehen mit Pflege. Hier haben wir in der Nummer 15 Thermotherapy. DHDH, Leute, au. Warming Gold Foil Mask with Hyaluronic Acid and Q10. Also das ist mit Hyaluronsäure und Q10, diese wunderschöne Thermotherapie-Goldfolienmaske. Das ist von welcher Firma? Beauty Pro sagt mir so überhaupt nichts. Und in 20 Minuten soll dir dann die Haut entsprechend wunderschön aussehen. Und das mag ich. Sowas mag ich gerne. Doch. Und die sind auch gegen Tierversuche. Das finde ich auch schön. Freut sich Sammy wieder. Ja, cool. Vor zwei Kläppchen hatten wir Essence, Leute, ne? Und jetzt kommt in der Nummer 16 einfach mal NARS. Leute, es ist ein sehr, sehr bunter Mix. Und ich finde, so ein Adventskalender repräsentiert ein Online-Shop auch richtig. Finde ich wirklich gut, ehrlich gesagt. High Pigment Longwear Eyeliner. Und da haben wir 0,7 Gramm drin. Finde ich cool. Also ich denke, dass es wieder so ein klassisches Schwarz sein wird. Aber hey, es ist von NARS. Ne? Also da beschwere ich mich auch nicht drüber. Ja, es ist ein klassisches Schwarz, aber der soll halt wirklich langanhaltend sein. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Hier steht extra Eyeliner drauf und highly pigmented und hast du nicht gesehen. Und dann darf der eigentlich bei meinen anfänglichen Schlupflidern auch nicht abstempeln, ne? Meine Meinung. So, vorsichtig öffne ich das mal. Es ist sehr, sehr fest verschlossen. Wahrscheinlich damit halt nichts irgendwo dran dütscht. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es einer zum Hochdrehen ist, sondern halt einer zum Anspitzen, oder? Ja, hochdrehen kannst du ja nichts. Das ist schon wieder schade, ne? Weil Plastikanspitzen finde ich ja immer ganz furchtbar. Oh, ich bin nur... Wow. Ich bin nur ganz vorsichtig. Ich habe fast meine Hand nicht berührt und kriege hier sowas hin. Das finde ich cool. Also das überzeugt mich gerade schon wieder. Und für so einen Eyeliner-Strich am Morgen für ganz normal bei der Arbeit ist es eine ganz gute Kiste, muss ich sagen. Also da kann ich mir den gut vorstellen. Ja. Am 17. Dezember befinden wir uns in Deutschland, eine Woche vor Heiligabend. Da fangen dann immer so diese Weihnachtsvorbereitungen an, auf Hochtouren zu laufen. Und hier haben wir etwas von Laura Mercier drin, und zwar der Pure Canvas Primer. Das finde ich ja cool. 10 Milliliter sind hier enthalten. Das sieht zwar erst auf den ersten Blick aus wie eine Probe, wenn man das aber aufmacht, ist es halt wirklich schon ein richtig großes Typchen, ne? Das finde ich klasse. Mensch, jetzt so, ne, zum Ende, beziehungsweise jetzt fängt es so richtig an. Bam, bam, dekorative Kosmetik. Bam, bam, hau raus die Krokette. Das ist wahnsinnig cool, was hier gerade abgeht. Mir gefällt das. Silikonfrei ist das wohl. Ja. Die Nummer 18 überrascht uns mit einem kleinen, aber hoffentlich feinen Produkt. Und zwar haben wir Philosophy 30 ml Purity Made Simple One Step Facial Cleanser with Meadow Foam Seed Oil. Also das ist ein Gesichtsreiniger. Und ich weiß gerade nicht, was Meadow Foam heißt. Irgendein Schaum von irgendwas Coolem. Und ja, das finde ich cool. When life is complicated, Purity is simple. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es ist so. Also ja, wenn das Leben kompliziert ist, dann ist Purity einfach, aber ich weiß nicht, inwiefern das die Philosophie von denen darstellt. Das weiß ich nicht. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es so ein bisschen ist wie diese Stop the Water by Using Me Markengeschichte. Weiß ich aber nicht, weil ich die Marke dafür zu wenig kenne. Und die Inhaltsstoffliste ist hier relativ lang, also würde ich jetzt nicht sagen, das ist irgendwie ein Produkt mit super wenig Inhaltsstoffen oder so. Aber ja, das ist einfach ein Gesichtsreiniger mit diesem komischen Meadow Foam Seed Oil. Und das soll einfach ganz normal dein Gesicht sauber machen. Ne, ein Reiniger halt. Über die Nummer 19 werden sich wahrscheinlich ziemlich viele freuen, denn hier haben wir von Sol de Janeiro die Coco Cabana Cream drin mit 25 Millilitern. Das ist so ein Mini-Tiegelchen davon. Ich mag ja nicht so gerne Kokos, um ehrlich zu sein, aber ja, das ist ja so eine gehypte Geschichte. Wurden wir letztes Jahr auch in den Adventskalendern von mit überrascht, erfreut, wie auch immer, oder in Douglas Goodiebags und so weiter. Und ja, das finde ich eigentlich ganz nett. Das gefällt mir auch, ne? Ja, reicht nicht für lange, aber es reicht für ein bisschen. In der Nummer 20 haben wir hier was ganz Tolles drin, denn die hauen hier jetzt gerade echt die Marken raus. Hier haben wir von By Terry Baume de Rose Lip Care. Ein bisschen Lippenpflege von By Terry. Leute, ich habe gesehen, dass Flaconi auch einen By Terry Adventskalender anbieten wird, aber ich habe ihn noch nicht
in verkaufbar gesehen. Also ich habe ihn mir jetzt von meinem Freund gewünscht. Ich habe mir von meinem Freund zum Jahrestag, 17.11. übrigens, einiges gewünscht. Da kann er sich was aussuchen. Zum einen habe ich ihm eine Liste geschickt mit Produkten, die man für einen selbstgebastelten Adventskalender verwenden kann. Und ich habe ihm noch irgendwie 5 Adventskalender rausgesucht, die er theoretisch alternativ nehmen könnte. Hier sind 3 Gramm in dieser Lippenpflege enthalten. Du, Handcreme und Lippenpflege gehören auch in einen Adventskalender. Von daher finde ich das in Ordnung. Und es ist bei Terry. Ne? Es ist halt auch so eine kleine Geschichte, die kann man einfach so mitnehmen, ans Bett stellen. Sich drüber freuen, dass das hier unten auch Glas ist, Milchglas. Finde ich schön, wirklich. Dann dürfen es auch 3 Gramm sein. Das ist okay, oder? Wie seht ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Nummer 21 scheint teuer zu sein, denn dieses Fläschchen ist extra als einziges Produkt bislang in so Kram gepackt. Interessant. Tan Lux The Face Illuminating Self Tan Drops E Light to Medium. Ja, 10 Milliliter. Hatten wir ja eben schon, ne? Das mit diesem Face Tan ist nicht meine Welt, muss ich gestehen. Nee, brauche ich nicht. Aber scheint teuer zu sein, denn es ist in so einem Krüppelpapier drin. Die Nummer 22 beinhaltet, weiß ich nicht, eine Marke, die mir bekannt ist. Nux Rêve de Miel, 30 Milliliter, und das ist dieses Produkt, ein intensiv beruhigender Gesichtsbalsam. Kennenlernformat. So steht es hier hinten drauf. Mit Honig, Propolis und wertvollen Ölen. Und dieses Propolis ist ja eine ganz besondere Form von einem Bienenprodukt, um das mal so zu sagen. Honig ist dann auch wieder eine ganz, ganz pflegende Geschichte. Also das hört sich gut an. Entweder werde ich das wirklich selber verwenden oder meiner Mama geben. Meine Mama ist ja sehr empfindlich. Oder eigentlich so viele Menschen bei mir in der Familie, Leute. Ne? Irgendwoher muss ich es ja auch haben. Und ja, das ist ja auch für trockene und sensible Haut. Also theoretisch schreit das meinen Namen. Ne? Das muss man ja wirklich sagen. Nux ist eine hochpreisige Marke, aber nicht extrem teuer. Ne? Also das geht eigentlich. Das geht. Ich gucke mir nachher mal den Preis an und dann gucken wir mal, ob das geht. Weiß ich nicht. Aber es ist nicht so ultra krass teuer. Nährt intensiv, beruhigt, repariert, trockene und empfindliche Haut morgens und oder abends auftragen. Also das scheint so eine ganz normale Creme dann auch einfach zu sein. Ne? Finde ich geil. Für uns wäre es nun der Tag vor Heiligabend. Für die Engländer ist es ein Tag wie jeder andere. Hier haben wir ein Produkt von Origins drin. Clear Improvement Active Charcoal Mask to Clear Pores. Also 30 Milliliter von einer Maske mit Aktivkohle, die dir die Poren reinigen soll. Sowas kann man schön verwenden. Einfach nur so, wenn man die Erdbeerwoche hat, so wie ich manchmal, und einfach mal das Gesicht reinigen möchte. Und da ist so eine Tube auch super, weil du das dann auch wirklich punktuell und gezielt anwenden kannst. Dann hast du nicht so viel Produkt, ne? Weil so selten wie ich halt Reinigungsmasken verwende, kommt mir das sehr, sehr gelegen. Das finde ich cool, dass es hier in so einem Tübchen drin ist. Deswegen, ja, cool. Und schon wieder eine Maske. Ne? Also für Maskenfans ist dieser Adventskalender auf jeden Fall eine coole Nummer. Und ich liebe Masken. Die Nummer 24 ist auch für mich, ne? Ganz normal Heiligabend, aber ja. Okay, was haben wir hier? Saturday Skin 10 ml Bright Potion Probiotic, ein Power Serum. Oh, guck mal, das ist ein Kraftserum. Genau, einfach ein Serum. Und was soll das machen? Warm Product by Emulsifying, then... Ach so, du sollst es erst aufwärmen. Then press serum into the skin. Also du musst es erst emulsieren und dann in die Haut eindrücken. Also quasi erst aufschäumen und dann in die Haut eindrücken. Interessant. Use a tapping motion for maximum absorption. Also am besten tapern und nicht reiben. Ja, so mache ich das aber eh meistens mit Serien. 10 ml ist aber auch eine gute Größe, muss ich sagen. Ja. Eins muss ich euch sagen, Leute, die Nummer 25 ist hier echt krass, ne? Denn wir hatten hier pro Box eigentlich immer nur ein Produkt drin und hier sind einfach mal 3 drin. Das ist super hart. Als erstes haben wir hier von Huda Beauty Ruby Obsessions eine Lidschattenpalette mit 9 x 1,1 Gramm. Das finde ich ja geil. Also die habe ich tatsächlich auf dem Bild auch schon gesehen. Ne? Die anderen Sachen habe ich versucht ganz schnell nicht anzugucken, aber die hier habe ich tatsächlich schon gesehen. Und ja, so schaut diese Palette aus. Die ist wirklich richtig, richtig schön und die gefällt mir unheimlich gut. Das ist eine schöne, sehr, sehr rote, sehr, sehr ansprechende Palette. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob ich die nicht schon in einem anderen Adventskalender drin hatte. Deswegen werde ich die jetzt tatsächlich nicht swatchen. Sollte das so sein, wird sie dann demnächst verlost oder sonst irgendwas. Aber finde ich sehr, 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 sehr geil, dass hier Huda Beauty als Mini-Palette mit drin ist. 1A. So, als nächstes haben wir hier von Morphe den Lidschattenprimer drin. Mega. Translucent. 9 ml sind hier enthalten.
Das finde ich sehr passend. Wie oft habe ich in diesem Video sehr gesagt? Hat irgendwer mitgezählt? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin da immer sehr, sehr überproportional mit unterwegs. Genau, ja, Lidschattenprimer. Defend your artistry, also du sollst quasi dein Kunstwerk beschützen mit diesem Lidschattenprimer. Finde ich ganz cool, ne? Also das ist vor allem jetzt auch in dem Kläppchen mit drin ist, wo auch die Lidschattenpalette enthalten ist. Morphe ist auch eine interessante Marke. Da habe ich in letzter Zeit leider sehr viel Negatives von gehört, deswegen bin ich da gerade etwas vorsichtig. Aber ja, ne? Und als letztes Produkt haben wir von Zoeva ein Eyebrush, ein Augenpinsel. Finde ich voll geil. Ich glaube, das ist eine extra Mini-Größe für diesen Adventskalender, weil hier steht Not for Sale drauf. Hätte ich jetzt mal so vermutet. Aber der ist schon schön. Oh, der ist schon schön. Ich nehme ihn aus seiner Verpackung raus und dann gucken wir uns ihn mal an. Auf jeden Fall sehr, sehr gut überlegt, dass man, nochmal zweimal sehr, ne? Dass man in dieses 25. Kläppchen einfach nochmal zwei dazugehörige Produkte auch hinzufügt. Und das finde ich geil. Das finde ich einfach mal innovativ. So kann man es nennen. Wie hat er mir nun gefallen? Sehr gut hat er mir gefallen. Denn ich finde ihn schon sehr einzigartig. Natürlich, man zahlt über 100 Euro dafür, was echt eine Stange Geld ist. Wenn man aber einfach mal den mit anderen Adventskalendern vergleicht, ist es einfach mal was anderes, weil hier auch durchaus Produkte und Marken enthalten sind, die so in anderen Adventskalendern nicht vorkommen. Klassiker, Handcreme, Lippenprodukt hast du hier mit drin, aber du hast nicht so nerviges Füllmaterial. Ja, du hast manchmal kleinere Größen mit dabei, aber nicht so Fizzle-Mini-Größen. Und wenn das halt kleinere Geschichten sind, sind es halt meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt Pröbchen, sondern wie zum Beispiel bei Terry Lip Balm. Es ist eine super hochpreisige Marke. Dass sie da halt nur 3 Milliliter von dem Produkt reinpacken, finde ich absolut gerechtfertigt und deswegen finde ich den Adventskalender auch echt geil. In diesem Video möchte ich gerne folgende Produkte verlosen. Und zwar habe ich hier von Saint-Tropez den Gesichtsbräuner, dann von Emma Hardy den Moisture Boost und Vitamin C Tuben. Wie mache ich jetzt das Dehnen weg? Ich weiß nicht. Das Produkt. Dann von Emma Hardy die Ceramidkapseln. Das sind diese hier. Von Sol de Janeiro die Coco Cabana Cream. Und last but not least von Rodale die Vitamin C Energizing Face Mask. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung dieser 5 Produkte teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, das war jetzt tatsächlich mein Adventskalender-Unboxing von dem Feel Unique Adventskalender. Ich werde nächstes Jahr auch wieder danach jagen, weil ich ihn richtig gut finde. Also da bin ich sehr, sehr überrascht. Hat mir echt gut gefallen. Ich bin gespannt, was der Gesamtwert sein wird und die Relation zu den Preis-Leistungs-Geschichten. Ne? Also das finde ich immer sehr interessant. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!